Servus meine Imkerfreunde, Viecher, Dattnebe, Stockmeißel und ein bisschen für die Angstmenschen unter euch, so wie mich. Schutzkleidung, jetzt geht's auf zum Imkern. Ja meine Freunde, heute ein etwas anderes Video. Ich bin gerade zukommen beim Imkern. Jetzt ist mir da der Schwarm rausgeflogen. Da hätte ich natürlich schon ein wenig früher hin, aber da brauchen wir jetzt nicht in dieser Wunde stochern. Auf jeden Fall schaut es so aus, wie wenn sie sich da so sammeln. Wir haben jetzt hier oberhalb die erste Traube. Dann da unten die nächste Traube. Da habe ich jetzt mal der Stängler mit dem Honig hin. Und dann schauen wir mal, wie sie sich da so ansammeln. Ich hole jetzt erst einmal das Material zum Einfangen, baue da unten das Zeug auf und ihr schaut dann da mal im Schnelldurchlauf, wie sich das so entwickelt. Bis dann! So, jetzt haben wir wieder hier die Problematik. Ich habe jetzt da mal ein bisschen was aufgebaut. Das müsst halten. Das ist schlechter wie das da. Da oben sind die Binschen, das heißt, ich schneide die raus. Ich werde die nicht abschütteln, weil ich mit der Leiter nicht hinkomme. Und dann werden wir versuchen, die da unten hinein zu zelebrieren. Ja, und beim Rest, da schauen wir mal. Was jetzt da natürlich wichtig ist, ist, dass er die Socken über die Schuhe macht, weil die fallen jetzt danach am Boden und dadurch, dass die Bissele viel Honig mit sich führen, krabbeln die dann von unten nach oben in die Schuhe rein. Aber so wie es ausschaut, macht es der Herbert wie immer nicht, weil ich bringe es nicht einmal drüber. Aber wie gesagt, wenn ihr das macht, die Socken über die Hose, dann können es da auch schon nicht reinfliegen. Aber ich glaube, ich hole ein Panzertape. Also, ich habe mir jetzt doch Panzertape gegönnt. Bevor ich danach dann wieder umeinander jaule. Das heißt, ich versuche jetzt da den Ast abzuschneiden. Ja? Du musst aufsetzen, weil sonst drückst du das nach vorne rein und dann steckst du hinten ins Knackbein. So. Auf und auf, hoffentlich hält's. Schauen wir uns das mal an und dann gibt es natürlich eine Pause. Ich mache dann mit meiner Imkerei mal weiter, beziehungsweise fange ich mal an. Also, wir haben jetzt zuerst einmal hier den Unterbau gemacht, dass das Ding halbwegs gerade steht. Dann Flugrichtung könnt ihr im Prinzip machen, wie ihr wollt. Aus dem Bauch raus habe ich das so gemacht, weil eben von hier die Sonne dann auch mitkommt. Das ist mehr so die Windseite, aber steht eh am Boden. Wie gesagt, das ist eigentlich egal. Der Ast ist mir vorhin entglitten, weil man wieder gescheites Werkzeug hat. Das heißt, ich habe das jetzt ein bisschen mit Honig beschmiert.
Die Bienen laufen jetzt so langsam hoch. Die hängt man dann mit ein. Das müsste dann eigentlich soweit passen. Die Äste rundherum ein bisschen abschneiden, dass das Ganze ein bisschen passt. Es gibt natürlich auch die Glocke zum Abschütteln, habe ich da, aber ich wäre nicht hingekommen. Ja, leider ist es so, sonst könnte man da sagen, in ein Jahr oder irgendwann, dann fliegt es auch wieder hin. Und dann wäre das Ganze natürlich schön und nicht so hoch, weil wir haben ja einige Schwärme, ihr müsst ja sagen, 80% von den Schwärmen kommen da nicht hin. Dann sind die halt weg. So, aber so wie es ausschaut, fliegen die Bienen ja wieder hin zum Ast. Die Königin dürfte also da sein, aber ich schüttel den jetzt nicht rein. Die sollen da reinlaufen. Beziehungsweise schüttel ich den erst später ab. Und wenn man da schaut, unten beim Flugloch sind schon ein paar, die was da so sterzeln. Die eine, ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht, die, genau. Also die fangen schon langsam an, sich da heimisch zu fühlen, aber da müsst ihr jetzt noch ein, zwei Stunden warten. Und dann kann man wieder weiterspielen. Also, bis dann. So, wenn ihr jetzt sehen, dabei, die wenn ihr jetzt da nochmal hinschauen möchtet, die fliegen jetzt auch schon rückwärts raus. Es ist jetzt keine 10 Minuten später, muss ich noch gleich mal sagen. Jetzt sind schon drei. Die anderen fliegen rückwärts raus, schauen nicht, wo sie herkommen und sind schon wieder auf der Suche. Wasser, Pollen, Nektar. Also den Kasten habt ihr, meiner Meinung nach, der fliegt auch nicht mehr weg. Anzüge bräuchte man natürlich jetzt auch nicht, die stechen ja normal nicht, aber wenn die Bienen oben in den Schuh reinfallen, dann stechen sie natürlich auch, wenn man es quetscht. Hier habt ihr schon die erste, die was hier den ersten Dreck rausräumt, die fangen schon quasi die Wohnung zum Putzen an. Ja. Die trägt den ersten Müll schon raus. Also perfekt. Und wie gesagt, ich hole euch dann wieder dazu. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das ein Nachschwarm ist, dass mehrere Königinnen drin sind. Also da sieht man auch schon wieder vor der Wabe, fliegen sie weg. Dann dürfte hier auch keine Königin mit runtergefallen sein. Und den könnte man jetzt auch schon wieder reinhängen. Bin mir bloß noch nicht so ganz schlüssig, ob ich das mache oder nicht. Ich denke, ich setze dann gleich. Ich setze gleich ein. Au. Mücke. Ich setze ihn gleich ein und tue da eine neue Wabe hin. Ja, ja. Ja, wir sind jetzt 4 Stunden später. Das heißt, die fliegen jetzt da unten schön rein. Ich klopfe das da noch gar ab, mache das fertig. Und da sind sie eingezogen, hat funktioniert. Und die eine Wabe da unten, da sind sie alle wieder weggeflogen. Da hängt auch gar keine Biene mehr dran, nichts. Also war zum Glück die Königin nicht mit dabei. Die sind auch schon komplett eingezogen. Ja, da sind auch fast keine mehr dran. Nehme ich euch einmal mit und könnt euch das nochmal anschauen. Das ist ein schöner, starker Schwarm. Der passt soweit. Wie ihr seht, fliegen die von der Seite rein, das heißt die Flugrichtung hätten die Bienen jetzt eigentlich gern, wenn der Kasten noch ein wenig gedreht wird in diese Richtung. Aber aufgrund vom Unterbau her geht es jetzt nicht anders, das lassen wir. Und ja, haben wir gut erwischt. Freut mich, dass das jetzt geklappt hat bei dem zumindest. Wir haben ganz andere Probleme heute schon wieder beim Imkern. Ja, dann werde ich da ab und an wieder mal was einstellen. Oder ich hebe den Film auf und setze den dann dahin, wo er hingehört, aber dann sieht er erst im Herbst. Ne, ich setze ihn gleich rein. Den stellen wir dann gleich nachher noch mit ein. Also erst die Imkerfilme, die normalen Durchsicht, aufsetzen, Honigraum und dann am Tag drauf kommt dann der dran. Ja,
da oben brauchen wir eigentlich nicht mehr raufschauen. Da ist nichts mehr dran an Bienen, die sind wirklich alle drin. Deckel neu drauf, summt auch schön. Dann geht es hier dann auch irgendwann ans Aufräumen, wenn wir die anderen Bienen gemacht haben. Daumen hoch nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren vielleicht nicht vergessen. Bis dann. Servus.